Willkommen Trader zum zweiten offiziellen Handelstag hier in dieser Woche mit mir und Tikmil. Wir sehen es, den Broker für Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Anleihen. Also breites Potpourri, was wir traden können. Und wir haben auch immer wieder neue Zuschauer. Von der Seite her auch willkommen an alle, die hier neu zuschauen, auch im neuen Jahr, zu den Handelsideen, wo wir regelmäßig Analysen miteinander besprechen. Das heißt, ich schaue hier auch jeden Morgen in die Märkte, in Charts, wo sich Bewegung anbahnt. Und dort das Trading lohnt. Vorher, wie immer, der Risikohinweis in Gänze bitte zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit auch wie jeden Morgen meine persönliche Einleitung an alle, die hier live zuschauen. Wer Fragen hat, bitte rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar. Dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt mit ein. Ich muss mir nur schnell noch ein Fragefenster öffnen. Das passt. Danke auch für die guten Morgengrüße. Einen Wunschmarkt habe ich heute übrigens schon bekommen. Das ist britisches Pfund, Australdollar. Den schauen wir uns natürlich an. Was habe ich heute noch auf der Agenda? Der ein oder andere mag den Blog schon gelesen haben. Es geht um Silber. Da ist eine Rallye im Gange durch die ganzen Unsicherheiten momentan in der Ecke Iran, Irak, USA ist damit im Spiel, mal wieder, kann man sagen, an dieser Stelle. Und das ist Unsicherheit und das treibt viele Anleger in die vermeintlich sicheren Häfen. Das heißt, Gold und Silber sind momentan ziemlich stark am Steigen. Und wir schauen heute auf die kleine Schwester vom Gold, den Silberpreis, und das Ganze mal auf die ein oder andere Handelsidee bezogen. Weiter in den Währungen, Euro, Schweizer Franken und Euro-Australdollar heute hier im Fokus. Zuvor jedoch, wie immer, wichtigerweise auch die Tagesnachrichten. Wir sehen es hier um 8 Uhr, haben wir den Auftragseingang in der Industrie bekommen, hier bei uns in Deutschland. Der war rückläufig. Prognose war eigentlich hier ein Plus von 0,2%, minus 1,3% hier die Daten aus dem November letzten Jahres. Ist vergangen. Die Börse spielt ja dann eher die Zukunft. Mal schauen, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten entwickelt. 14 Uhr spricht dann heute EZB-Vizepräsident der Guindos. Ich hoffe, ich spreche den Namen des Herrn immer ordentlich aus. Wenn nicht, er möge es mir verzeihen. Nachmittags dann aus den USA die ATP-Beschäftigungsänderung. Um 14.15 Uhr, 16 Uhr spricht dann ein FOMC-Mitglied. Und dann um 16.30 Uhr der Einblick in die Rohöl-Lagerbestände. Wir können ja noch mal einen kleinen Blick auf gestern werfen. Da haben wir ja auch schon Rohöldaten bekommen, und zwar den API-Rohöl-Lagerbestand. Der ist doch ganz ordentlich zurückgegangen. Wir hatten hier gestern einen Rückgang von 5,9 Millionen Barrel. Das ist meistens so ein kleiner Vorläufer auf das, was auch bei den Rohöl-Lagerbeständen dann kommt. Und wir sehen ja hier auch einen avisierten Rückgang von 3,5 Millionen Barrel. Mal schauen, was heute Abend rauskommt. Die Ölpreise an sich, wir hatten Öl ja besprochen, sind in eine Korrektur auch übergegangen in den letzten Tagen. Von der Seite her auch das immer wieder gut zum Trading zu nutzen. Damit sind wir fertig mit den Nachrichten und ich schalte dann gleich mal rüber in die entsprechenden Chartfenster und dann mache ich das Bild hier auch gleich nochmal groß für alle, die auf Facebook zuschauen, dass wir die Charts auch ordentlich in Volumen sehen. Das Ganze hier an dieser Stelle mit dem ersten Blick in das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken. Wir haben hier den Tageschart. Übergeordnet dem Tageschart habe ich es rot markiert. Haben wir einen aktuell laufenden Abwärtstrend, der hier sein Tagestief im Peak bei 107.884 gehabt hat und danach ging es hier steil nach oben, Intraday, das Ganze zumindest gesehen. Das heißt an dieser Stelle, wo sind wir denn jetzt miteinander verortet? Wir sind verortet, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Ich gehe mal eben in den Monat noch rein, damit wir es etwas besser sehen können. Es ist ein Langzeittief, auf dem wir hier mittlerweile stehen. Und wenn wir dort mal noch den Blick nach unten wagen wollen, also den Zoom noch etwas weiter, dann sehen wir,
wenn das Tief von heute, was das aktuelle Trendtief ist, oder hier in der Woche auch das aktuelle Wochentief, wenn wir unter dieser Marke fallen sollten, dann ist hier erstmal etwas an Luft. Das heißt, der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier unten die Marke von 1072. Das ist Luft und da kann einiges nach unten kommen, wenn wir direkt unten drunter durchbrechen sollten. Soweit ist es aber momentan noch nicht. Was wir momentan sehen, ist auf Tagesbasis eher ein Markt, der jetzt hier am Trendtief Luft nach oben holt, etwas in die korrektive Phase reingeht und wir sehen es, dieses alte Unterstützungsband, ich habe es mal grün gelassen, ist halt vorhanden. Das liegt hier in der Marke um die 1081 bzw. hier 1083 in diesem Bereich. Da hat der Markt immer mal so ein bisschen was geschwungen und wenn sich diese Bewegung jetzt, die korrektive Phase, etwas nach oben ausdehnt, das heißt, wir am Tageshoch von heute keinen Abprall sehen, sondern direkte Stärke, dann können wir uns weiter ein Stück weit nach oben orientieren und zwar in diesen Bereich hier rein, um dieses Ausbruchslevel des Abwärtstrends hier, den ich rot markiert habe, um die Marke von 1,086. Das ist diese Marke hier und wir sehen es, die hat eine sehr, sehr starke Relevanz. Hier ging es runter und dann wurde immer wieder probiert, diesen Bereich zu übertreffen, aber immer wieder kam es hier zu einem Verkauf an den Märkten und deswegen ist das schon ein sehr, sehr stark und beachtenswertes Widerstandsband. Wir gucken uns das Ganze jetzt natürlich wie immer für die kurzfristigen Händler auch noch im kleineren Chart an und da sehen wir sehr, sehr schön, was hier passiert ist. Der Markt versucht nach oben zu gehen. Wir sehen das auch hier im etwas näher zusammengehaften Bild. Wir sind hier schön nach unten getrennt. Es wurde hier in diesem Bereich an den Unterstützungsbändern immer mal ein bisschen unsauber. Das ist ganz normal. Aber was wir sehen hier, wenn wir uns mal diesen letzten Schub anschauen, wir sind hier hochgelaufen in diesem Bereich, haben dann die Abwärtsdynamik fortgesetzt mit dem neuen Trendtief. Aber, und das ist jetzt für die kleineren Zeiteinheiten interessant, also auch für die Händler, die im nahen Bereich traden, schaut euch mal hier. Das ist der letzte Schub nach unten. Das sehen wir sehr, sehr schön in diesem Trend auf der Stundenbasis. Und das, was wir hier von hier oben, also von diesem Hoch um die Marke von 1,086 sehen, bis zum Tief, bis zum Tagestief bei 1,07884, was wir da sehen hier in diesem Bereich, das ist der Bewegungstrend der Stunde. Bitte nicht mit dem Bewegungstrend des Tages verwechseln. Wir sind hier definitiv in einer kleineren Zeiteinheit. Und was wir jetzt schon gemacht haben, ist, wir haben diesen Bewegungstrend erst einmal gebrochen, weil wir hier über dieses Hoch drüber gelaufen sind, also hier über diesen Bereich sozusagen sind wir drüber gegangen und den haben wir sozusagen angetriggert. Ich mache das mal ganz kurz hier als rot, damit wir es besser unterscheiden können. Das heißt, dieser Bereich, der ist wichtig und eins ist jetzt sehr, sehr wichtig, wenn wir Wiederholung, beziehungsweise nicht Wiederholung, wenn wir Erholung sehen wollen, dann muss sich dieser Trend hier fortsetzen. Das heißt, da kommt das Tageshoch von heute ins Spiel und wenn wir dort oben drüber laufen, dann haben wir hier einen validen kleinen Aufwärtstrend, der dann die Chance hat, ein Stück weit nach oben zu laufen. Und das ist echt interessant und das schauen wir uns jetzt mal noch in den kleineren Zeiteinheiten hier an. Das heißt, ich schalte jetzt mal eben in die 5 Minuten rein, beziehungsweise habe in die 5 Minuten reingeschalten und hier sehen wir es. Das ist der Verlauf, das ist der Trend, den wir hier auf Stundenbasis gesehen haben. Hier das letzte Korrektur hoch und jetzt haben wir hier an dieser Stelle in den 5 Minuten die erste Aufwärtsbewegung, dann die korrektive Phase. Und dann, ja, wenn wir jetzt von unten tatsächlich über das Tageshoch drüber hinauslaufen und kein Abprall kommt, dann haben wir in den 5 Minuten einen validen Aufwärtstrend und die kurzfristig orientierten Händler könnten dann durchaus hier ein bisschen zuschnappen und Richtung dieses Widerstands hier oben rein traden, was wir hier am Hoch, am Tageshoch liegen haben, beziehungsweise hier am Vortageshoch, also an diesen Widerständen um die 1,086. Das hier ist dann durchaus zu traden und wenn wir in dem kleinsten Bereich auch mal schauen, sollten wir hier drüber laufen, dann haben wir hier, wie schon gesagt, einen kleinen Anlaufbereich um die Marke von 1,08 beziehungsweise dann hier oben nochmal einen Schwungbereich. Das sind dann kleine, kurze Zielmarken, die durchaus im Intraday-Trading relevant sein sollten. Kommt es natürlich hier oben nicht zum Überschreiten, sondern zu einem Abprall, dann müssen wir uns weiter nach unten orientieren. Das heißt, das wäre dann der Fall. Abprall-Szenario vom Tageshoch und dann wieder die Umkehr zur Unterseite und dann hätten wir direkt schon wieder den Blick aufs Tagestief im kurzfristigen Bereich. Das hier zum Euro-Schweizer-Franken, US-Dollar-Schweizer-Franken werde ich auch gerade gefragt, kümmere ich mich im Anschluss drum nach dem britischen Pfund Australdollar. Aber zuvor noch die dritte Handelsidee für den aktuellen Tag hier an dieser Stelle im
Euro-Australdollar. Das war gestern, habe ich den Wert ja schon auf der Uhr gehabt in der Analyse. Und ich fand das echt richtig, richtig interessant, was hier passiert ist. Und das sind wirklich spannende Teile, die ich in meiner Trader-Karriere gelernt habe zu lesen. Und zwar zwei Fakten, die hier in diesem Bereich auf die Agenda für mich mitrutschen. Ich habe das hier mal in der Markierung drinnen gelassen. Wir sind hier gestern oder beziehungsweise mal in diesem Trendverlauf hier im letzten Schub sehr, sehr, sehr dynamisch nach oben gelaufen. Dann gab es hier so eine kleine Flagge. Hier, das ist in diesem Zusammenhang schon eine bullische Tendenz. Zumal ich aber auch sagen muss, die ist schon relativ steil im Winkel, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Flagge. Zum Thema steiler Winkel habe ich halt gelernt, je steiler der Winkel ist, je stärker ist der Abgabedruck und je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Flagge fehlschlägt. Ja, in dem Moment war es nicht so. Wir sind hier schön ausgebrochen, nach oben gelaufen, haben einen neuen Trend nach oben fortgesetzt oder haben den Trend nach oben fortgesetzt. Das aktuelle Tageshoch hier kurz unter dem, sag ich mal, wichtigen Widerstandslevel, das kommt vom Tagestrend, um die Marke von 1,63100 fortgesetzt und jetzt saust der Markt wieder ab. Das heißt, wir sehen das. Es ist ein bisschen Zeichen von Schwäche drin. Erstmal dieser starke Abverkauf und dann hier, also beziehungsweise dieser steile Winkel, und dann hier oben nach Erreichen des alten, sag ich mal, Trendhochs direkt wieder der Abverkauf. Das zeigt mir so ein bisschen, dass hier oben die Marke, der Widerstand von 1,63100 doch unter Umständen eine gewisse Relevanz haben könnte. Wir gucken mal ganz kurz in den Tag. Da sehen wir nämlich, wo es herkommt. Hier aus diesem starken Abverkaufsdruck war das hier ein Fortsetzungslevel nach unten hin. Und das sind wir schon ab und an mal drüber gelaufen, aber wir haben immer wieder den Abverkauf gefunden. Das heißt, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen, haben wir hier und jetzt die Situation, dass wir eine Trading Range haben, eine sehr, sehr breite Trading Range, wo es sich immer wieder anbietet, von oben nach unten oder von unten nach oben zu traden. Und jetzt sind wir halt wieder oben. Und das ist das, was ich jetzt für höchst interessant halte, wenn wir an dieser Stelle nach unten laufen sollten. Das heißt, die Chancen nach oben sind natürlich weiterhin da, aber wir schwächeln momentan. Aber was sehen wir, dass das schwächelt? Schaut mal hier unten. Wir haben um die Marke von 1,621 das aktuelle Trendtief. Und wenn wir mal schauen, wir sind mit dieser Kerze, die hatte ihr Tief bei 1,62053. Wir sind schon drunter gelaufen. Das heißt, ganz so in Ordnung ist dieser Trend nicht mehr. Und wenn wir jetzt hier Abwärtsdynamik bekommen sollten, dann ist erst einmal der schöne Aufwärtstrend kaputt. Ja, Punkt. Und wenn sich dann die Abwärtsdynamik entwickelt, dann haben wir die Chance, wieder Richtung hier unten 1,597 zu laufen. Und das ist doch dann sehr, sehr interessant. Das heißt, sobald wir hier die Abwärtstrendbildung auch bestätigt haben, das Trendlevel hier definitiv rausgenommen ist, können wir uns schön zur Unterseite orientieren. Erste Anlaufpunkte hier in diesem Bereich, sag ich mal, vielleicht nicht sag ich mal, im Intraday-Bereich erzielbar an dieser Stelle, doch trotzdem auf alle Fälle eine Chance, weil wenn wir die starken Schwankungsbreiten sehen, ist das Ganze da. Als Swing Trade allerdings auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Hier das alte Ausbruchslevel möglicherweise bei 1,615, beziehungsweise hier das Trendtief, was wir haben, das alte valide bei 1,61225. Das sind mal nächste Anlaufpunkte auf der Unterseite, die wir durchaus auch mit drinnen haben kann. Weitere Planungsansätze kann ich jetzt hier im kurzfristigen Bereich leider noch nicht vornehmen, weil mir da einfach etwas fehlt, wo ich drauf schauen kann in diesem Kontext. Ja, das hier zur Umkehr nach unten hin kommt natürlich hier wieder Kaufstärke rein, können wir uns nach oben orientieren. Da spielt natürlich dann das Tageshoch bei 1,62934, also hier oben definitiv auch eine Rolle. Nur so weit ist es jetzt noch nicht im euro-australischen Dollar. Das also hier dazu. Und wir schauen jetzt noch auf unsere beiden Fragen. Das heißt, ich habe es ja schon avisiert: britisches Pfund, Australdollar und US-Dollar, Schweizer Franken stehen jetzt hier mit auf der Agenda. Das heißt, wir starten gleich mal durch hier. Silberpreis haben wir ja miteinander besprochen. Nee, Moment mal, Silber hatten wir noch gar nicht. Das müssen wir noch besprechen. Das hatte ich ja avisiert, aber wir sind noch nicht drauf zu sprechen gekommen. Das heißt, Silber
hatte ich ja auch gesagt, momentan die Edelmetalle sind im Run nach oben. Das sehen wir auch sehr, sehr stark hier, was im Silber gekommen ist. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Rallye, die wir hier sehen. Und die wurde zuletzt deutlich unterstützt durch die Sachen, die momentan, ich hatte es ja gesagt, in der Ecke Iran, Irak im Zusammenhang mit den USA hier los sind. Und das sehen wir momentan, da ist der sichere Markt gesucht und Silber, genau wie auch Gold, wenn wir mal ganz kurz den Goldpreis noch mit drauf machen, es ist einfach hier eine absolute Rakete, die nach oben gezündet worden ist und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt im Silberpreis mal an. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Wir haben sehr, sehr hohe Volatilitäten. Wir sehen auch immer wieder ein Verhalten, wenn eine, sage ich mal, etwas negative Nachricht aus dieser Krisenregion kommt, schießen die Rohstoffpreise, also das heißt die Preise für Gold und Silber immer sehr, sehr stark nach unten und dann setzt sich der Markt erstmal wieder ein bisschen zurück. Und das äußert sich nämlich so, dass wir im Stundentrend den schönen Trendverlauf sehen und dann immer, wenn so eine Meldung kommt, schießt der Markt hoch und dann korrigiert er wieder. Jetzt ist diese Meldung wieder gekommen, der Markt ist hochgeschossen und wir korrigieren wieder. Im Sinne dieses momentan laufenden Aufwärtstrends sehen wir hier ein paar relevante Level. Zum einen hier das alte Ausbruchslevel um die Marke von 18,50, hier US-Dollar pro Feinunze Silber. Da haben wir gesehen, die hat der Markt jetzt einige Male getestet und ist immer wieder nach oben hin abgeprallt. Das heißt, solange wie wir über dieser Marke bleiben, haben wir schon auch direkt noch das Szenario auf der Uhr, hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber laufen zu können und dann das aktuelle Trendhoch bzw. Tageshoch um die Marke von 18,855 mit in Angriff zu nehmen. Die Oberseite ist also definitiv relevant. Was wir aber wirklich brauchen, ist der Gang hier oben drüber. Also wir müssen hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber, also nicht das, da springt der Markt immerhin. Also hier an dieser Stelle, da müssen wir oben drüber. Und dann haben wir hier nämlich wieder so einen kleinen laufenden Aufwärtstrend. Und das können wir dann sehr, sehr schön dazu nutzen, dass der Markt uns zeigt, okay, es geht erstmal wieder ein Stück weit nach oben. Das Long-Szenario an dieser Stelle, das Short-Szenario gibt es hier natürlich aber auch. Warum? Schaut es euch an. Wir sind runtergekommen auf die Unterstützung, sind korrigiert und sind jetzt schon wieder hier. Setzt sich das Ganze nach unten hin fort, was haben wir dann hier? Da müssen wir nicht lang rumraten. Dann haben wir einen kleinen Abwärtstrend hier an dieser Stelle und der könnte dann durchaus zu etwas Konsolidierung nach unten hin führen. Anlauflevel wären dann mal, wenn wir uns hier diesen Stundentrend auch anschauen, hier das alte Ausbruchslevel um die 18,227 beziehungsweise dann stützen wir uns immer noch auf diese kleinen Trendhochs beziehungsweise hier diesen Supportbereich, also hier die Marke um die 18,06, 18,07, was wir hier unten gehabt haben und dann haben wir hier einen Unterstützungsbereich um die 17,96. Das wäre dann mal hier auch der Bereich des aktuellen Tiefs im Aufwärtstrend und das wäre dann doch bei einer tiefen Korrektur der letzte Support, bevor der Trend gebrochen wird. Soweit ist es hier noch nicht, aber die Szenarien sind halt da und das ist ja das, was wir brauchen, um die Trade-Planung entsprechend auch voranzubringen, um hier den Short zu planen, wo er denn hingehen kann. Markiert ist hier mal noch die Marke von 18,33. Das kommt aus dem Tageschart raus hier. Das ist die Überschreitung dieses alten Trendhochs, was wir hier gehabt haben. Das ist der blau markierte. Das kommt aus der Woche bzw. dem Monat. Und das ist schon eine sehr relevante Marke gewesen. Und die haben wir jetzt überschritten. Und das ist auch ein Bereich, ein Level. Da kommt durchaus nochmal das ein oder andere Interesse mit rein. Deswegen ist es hier noch mit markiert gewesen. Das heißt, dieser Bereich könnte relevant sein, aber rein die Trendbetrachtung hier im Silberpreis ist da nicht ganz so relevant. Da haben wir wichtigere Marken an dieser Stelle. Und damit komme ich zu den Wunschfragen. Heißt also hier, wir starten mal mit britischem Pfund, Australdollar hier in der Währung. So, das Ganze dort. Großbritannien, Thema Brexit-Verhandlung und. Das ist ja auch noch nicht vom Tisch, aber momentan hören wir da zumindest keine negativen Nachrichten. Was wir hier im britischen Pfund Australdollar sehen, im Tageschart ist ein schöner laufender Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Also das heißt, ich gehe mal ganz kurz hier mal noch interessanterweise auf die Woche. Da sehen wir es auch sehr, sehr schön. Also wir haben im ganz, ganz großen Bild Aufwärtsdynamik und wir sehen es auch hier, schwingt der Markt sehr
sehr schön nach oben. Das ist der Aufwärtstrend, den wir hier haben. Eine relevante Marke haben wir auch zu sehen hier unten. Das ist das aktuelle, beziehungsweise das ist ein Support ums Trendtief. Das heißt, das muss man im großen Bereich beachten. Das ist allerdings nicht für heute relevant. Das ist da eher irrelevant, weil wir einfach schön im Aufwärtsschub schon wieder sind. Aber was wir hier halt sehen ist, dass wir schön Bewegungen mit Korrekturen sind und aus diesen Korrekturen heraus immer wieder schöne dynamische Bewegungen nach oben. So geschehen hier auch im großen Bild, britisches Pfund, Australdollar der Woche, schöne tiefe Korrektur, ja, der letzte Bewegungsarm tief korrigiert, hier kam es zur Umkehr und dann der Schub nach oben. Weswegen zeige ich das? Das sind halt auch Charts, die sind nicht nur für die kurzfristigen Trader interessant, sondern auch für die nebenberuflichen Trader, also auch diejenigen, die die Videos immer mal im Nachgang schauen. Man muss im Forex-Markt nicht nur Intraday traden, sondern schaut euch Tickmill an, die hervorragenden Konditionen. Es macht Sinn, das Ganze zu beleuchten und das Ganze auch mal als Swing Trade mitzunehmen. Einfach mal für ein paar Tage so einen schönen Schub mitzunehmen, wenn man den hat. Das kann man nebenberuflich sehr, sehr schön machen und die Analysen sind ja auch so gestrickt, dass man das im Intraday-Bereich gut machen kann, weil dort, wo Bewegung entsteht, entsteht die ja und die ist ja unabhängig von der Zeiteinheit und von der Seite her geht das Ganze dann einfach mit rauf. Der Michael, der wird das auch bestätigen können. Wir haben heute hier den Michael Vogt, auch mit da. Guten Morgen, Michael. Du wirst das sicherlich auch kennen, wenn Bewegung reinkommt, die kommt halt überall. Und du sprichst ja auch gerne von Trendgrößen, Micha. Und wenn da die Bewegung kommt, kommt die halt auch in allen Trendgrößen. Und deswegen ist das für viele, viele Händlergruppen interessant. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Tageschart. Und im Tageschart sehen wir es halt hier, der starke korrektive Schub nach unten. Und dann lief der Markt hier wieder schön nach oben und hat sogar hier an dieser Stelle den ersten Schub nach oben. Dann gab es eine kleine Korrektur. Und dann konnten wir schon wieder sehr, sehr schön hier in den kleinen Aufwärtstrend reintreten. Der ist hier an dieser Stelle entstanden und läuft hier schön nach oben. Und wir sind jetzt hier in einem guten, ordentlich weit gelaufenen Bewegungsarm. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an, wie die Potenzialseite jetzt ausschaut. Wir haben auf alle Fälle das Potenzial, dass sich diese aktuelle Bewegung hier, dieser kleine Trend nach oben hin weiter fortsetzt hier in Richtung dieses Hochs, was wir da oben haben. Aber die Stunde verrät uns hier ein bisschen mehr. Und in der Stunde, was wir hier an dieser Stelle dann sehen, da sehen wir auch schon hier dieses kleine von mir vorskizzierte, was wir dort an dieser Stelle auch hatten. Also das heißt hier mal schön diesen Trendverlauf an diesem Punkt und das hier an dieser Stelle, schaut euch das mal an. Das ist mal der Trendverlauf, den ich untergeordnet skizziert habe und hier sehen wir schön in der Stunde, ja, auch einen schönen Trend laufen. Hier haben wir schön den Trend nach oben laufend hier. Und das hier ist der letzte Bewegungsarm. Und da sehen wir, der schwingt sich so ein bisschen schön nach oben und ist jetzt hier in der Korrektur. Und was wir hier sehen an dieser Stelle ist hier oben, wir sehen es, wir haben hier momentan ein Dreieck. Das ist in aller Regel eine doch bullische Konsolidierung an diesem Punkt, wo wir sehen, die Kurse laufen immer weiter zusammen, bricht es nach oben aus, wäre das natürlich ein schönes Trendfortsetzungsmuster und dann wäre das ein gutes Signal, den Markt nach oben weiter mitzunehmen. Ein Ausbruch durch die Unterseite heißt nichts anderes, als dass wir korrektive Phase sehen und da haben wir halt die Preislevel auf der Unterseite auch noch stehen. Das heißt, das, was wir dann hier ohne weiteres auch mit reinnehmen können, wäre mal die Tatsache hier unten rein. Zack, schaut mal, das wäre ein guter korrektiver Anlaufpunkt hier, die Marke von ungefähr 1,89, 1,5, beziehungsweise dann hier unten etwas tiefer der Bereich um das Trendtief hier, um die 1,87,7. Die Marken haben wir da auf der Unterseite. Das heißt, wir haben ein schönes Dreieck. Wie schon gesagt, wenn es den bullischen Charakter beibehält, dann sollten wir hier den Ausbruch auf die Oberseite sehen und den Markt dann hier Richtung alten Hochs laufen sehen aus der schönen Konsolidierungsformation. Und damit gehen wir noch zum zweiten Wunschmarkt und zwar hier US-Dollar, Schweizer Franken. Das Ganze gucken wir uns natürlich auch erstmal im Tageschart an. Ich muss nochmal kurz hochscrollen, da haben wir es nämlich drinnen, US-Dollar, Schweizer Franken. Und da sehen wir hier einen Chart, er sieht nicht aus wie ein löchriger Käse, sondern einfach wie das ähnliche Bild, was wir gerade vorhin auch im Euro-Schweizer-Franken gesehen haben. Der Markt ist hier logischerweise unter Druck geraten, sehr, sehr schön unten. Und was wir hier wieder sehen, die beiden Marken, die wir in der Besprechung schon mal gehabt haben, hier um die 0,9713 beziehungsweise hier um den Low-Bereich bei 0,96 knapp 6 haben, hat weiterhin Relevanz. Das heißt, wir haben hier eine Range, wo wir mehr oder weniger hin und her laufen auf relativ tiefem Niveau. Wir sehen es auch hier, das ist ein relativ tiefes Niveau. Wenn es unten drunter durchbrechen sollte, wäre dann der nächste Anlaufpunkt mal hier
das Tief, was wir hier drüben haben, also hier unten dieses Low an dieser Stelle und um die Marke von 0,95 knapp 4 ist dann der nächste Anlaufpunkt, sollten wir unten drunter durchbrechen. Aber da sind wir noch nicht, sondern wir sind momentan irgendwo so ein bisschen in dieser Range und der Markt sucht natürlich hier unten. Wir sehen es hier, hier und hier und hier immer wieder die Käuferseite und wenn es die Käuferseite tatsächlich schafft, oben auszubrechen und da gucken wir uns das Ganze jetzt mal in der Stunde an, dann haben wir doch eine gute Chance, etwas oben rauszulaufen. Das heißt, das Level, was jetzt hier an dieser Stelle wichtig wäre, wäre mal dieser Bereich hier oben, das muss ich mal ganz kurz anders einfärben, wenn der Markt tatsächlich es schafft, dort drüber zu laufen, dann haben wir gute Karten, weiter hochzulaufen. Also das heißt, einen Ausbruch aus dieser Range zu machen hier, das heißt nicht immer nur antesten, wie wir es hier gesehen haben und dann wieder nach unten abkehren, sondern wirklich drüber laufen. Wir haben ja 1, 2, naja, sehen wir es hier mal, 3, 4 Versuche mittlerweile gehabt, über diese Range nach oben auszubrechen. Wenn es dann irgendwann mal tatsächlich nachhaltig passiert, wäre dann hier oben die Marke von knapp 0,97,4 ein erster Anlaufpunkt. Und wenn wir da dann weiterlaufen, dann hätten wir hier schön eine Aufwärtsdynamik und dann würde dann auch so ein bisschen was nach oben trenden. Das heißt, das Bild, wenn es da oben tatsächlich weitergeht und fertig ist, ja, das würde dann aus jetziger Sicht, wenn wir direkt durchlaufen, so ausschauen, dass wir dann durchaus einen Trend hätten, der auf Tagesbasis auch ersichtlich ist und wir dann die Chance haben, weiter nach oben reinzulaufen. Und dann haben wir schon auch noch ein paar Marker da. Das heißt, was wir dann nach oben hin sehen als Anlaufmarken hier, da wären dann schon die Punkte zu nennen hier. Dieses Ausbruchslevel, was wir nach unten hätten, das ist definitiv hier noch eine relevante Marke. Und dann können wir uns schon hier oben auf diese Zwischenhoch setzen, die hier gekommen sind. Die Marke haben wir dann dort da. Aber Bestätigung des Ganzen fehlt natürlich. Das heißt, das bleibt an dieser Stelle noch mit aus. Das dazu und damit schaue ich nochmal in die Chats. Jawohl, wunderbar. Auch du, Holger und Gerhard, guten Morgen. Und da sehen wir, würde ich sagen, einen gut gefüllten Kalender für den heutigen Handelstag. Wir haben ein paar schöne Handelsideen. Das heißt, an dieser Stelle allen gute Trades und bis morgen früh, 8.30 Uhr wieder. In der Live-Besprechung zu den Handelsideen und natürlich gerne auch die ein oder andere Frage. Bis dahin, allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.